Also dann herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid im Schnee und Wind oder durch Schnee und Wind. Wie einigen von Ihnen vielleicht wissen, ein Film basiert auf Weißes Rauschen, ist neu erschienen. Das heißt, mein Thema heute ist brandaktuell, was für mich als Theologe natürlich sehr seltsam ist. Also, der amerikanische Schriftsteller Don DeLillo veröffentlicht seinen Roman White Noise, Weißes Rauschen, im 1985. Sofort war das Buch gelobt als ein Werk, das in seiner Gestalt und Inhalt den geistlichen Zustand des Menschen im Zeitalter der elektronischen Medien darstellt. Heute möchte ich ein paar theologische Überlegungen dazu anbieten. Der Hauptfigur des Romans ist Jack, ein Akademiker im mittleren Alter, der als Lehrstuhlinhaber für Hitlerstudien an einer Hochschule irgendwo in dem amerikanischen Midwest tätig ist. Er lebt mit seiner Patchwork-Familie in einem Haus, liebt seine Frau und seine Kinder, aber er fühlt sich entfremdet von der Welt und unsicher in seinem Leben. Obwohl Jack akademischen Erfolg hat, er ist der Erfinder von Hitlerstudien, schämt er sich dafür, dass er kein einziges Wort Deutsch spricht. Und er versucht es, das niemand zu verraten. Seine Forschung an sich ist auch irgendwie für ihn fremd geworden. Allerdings geht es um mehr als Langeweile im Job und im Leben. Jack fühlt sich unterdrückt von einigen formlosen, aber spürbaren Mächten. Diese Mächte schleichen sich immer ein, egal was er macht, ob er bei der Arbeit oder zu Hause ist. Die erste Macht ist die Macht der Medien. Jack leidet unter dem Überschuss der Information. Werbung und Fernsehsendung sind nur Gerede zwischen Sinn und Unsinn. Die Welt ist für Jack voll mit Symbolen ohne Bedeutungen geworden. Er fühlt sich überwältigt von all denen und dadurch immer unsicher, ob er eigentlich Zugang zur Wirklichkeit hat. Aber die Macht der Medien ist nicht Jacks einziges Problem und die Kraft der Medien, die Wirklichkeit zu entfernen, hat eine deutliche Grenze. Jack ist über einen Teil der Wirklichkeit sehr sicher. Er wird sterben. Diese Realität wenigstens kann er nicht anzweifeln und obwohl manchmal die Todesangst zehrend ist, immer ist sie da, eine Monotonie im Hintergrund, ein weißes Rauschen. Wie sollte Jack von diesen Mächten befreit werden? Die Todesangst und der Zweifel über die Wirklichkeit ist nicht nur die Beschäftigung des Philosophen, sondern wirkt in jedem Lebensbereich und bestimmt den Alltag. Jack ahnt mehr und mehr, dass die verschiedenen Bereiche seines Lebens, die verschiedenen Räume, keine Zufluchtsorte vor diesen Mächten anbieten. Die Räume, in denen Menschen ihr Leben verbringen, haben ihre Festigkeit verloren. Die Wände scheinen durchlässig zu werden. Die Räume des Hochschulcampus, die Räume des Familienhaus und eben auch die Räume eines schmutzigen Hotels haben ihre bestimmte Sprach- und Verhaltensregeln, wodurch das Leben die Sicherheit hat. Aber das weiße Rauschen schleicht sich überall ein. Ich zitiere nach der Übersetzung von Helga Fetsch. An diesem Abend, einem Freitag, ließen wir uns chinesisches Essen kommen und sahen alle sechs gemeinsam fern. Das hatte Babette, Jacks Frau, eingeführt. Sie schien zu glauben, wenn Kinder einen Abend in der Woche mit Eltern oder Stiefeltern zusammen fernsehen, so würde das Medium dadurch in den Augen der Kinder seines falschen Zaubers beraubt und zu einem gesunden häuslichen Sport werden. Sein narkotischer Sog und seine unheimliche, krankhafte und hinzersetzende Wirkung würden allmählich reduziert werden. Ich fühlte mich durch diese Argumentation irgendwie gekränkt. In der Tat war der Abend für uns alle eine subtile Form der Bestrafung. Jack merkte, wie die Sprache miteinander, wodurch Menschen in ihren Räumen Sinn suchen und Gemeinschaft aufbauen, verderbt und betrügerisch würde.
die Werbung und das Fernsehgerede versuchen, anstatt Sinn zu kommunizieren, alles, was man sonst Realität nennen wird, zu übertonen. Jack merkt, wie dieses andere weiße Rauschen einen perversen Tango mit seiner Todesangst tanzt. Auf einmal wirkt es als eine Ablenkung von der Todesangst. Und auch, genau in seiner Schattenrealität, erinnert das Gerede an die düstere Realität des Todes. Und diese Todesangst beherrscht auch in den Räumen Jacks Leben und gefährdet seine Beziehungen. Der Versuch, sich von dieser Angst zu befreien, isoliert ihn weiter und setzte sein Ehe aufs Spiel. Jacks Dilemma, das Don DeLillo in diesem Roman als der Dilemma des modernen Menschen darstellt, ist folgendes. Wenn alle unsere Räume ihre Festigkeit verlieren und von sinnlosem Gerede überflossen sind, wie können wir Kontakt mit der Wirklichkeit finden? Aber wenn die einzige Realität, deren wir uns sicher sein können, der Tod ist, woher nehmen wir dann die Kraft, diese Realität ins Auge zu sehen? Don DeLillo ist in einem katholischen Haushalt aufgewachsen und schreibt nach meinem Empfinden als jemand, der von dem christlichen Glauben verfolgt ist. Und wenn wir die Parallelen zwischen Weißes Rauschen und den Passions- und Pfingstgeschichten anschauen, müssen wir eigentlich Weißes Rauschen einem pneumatologischen Roman nennen. Egal ob DeLillo das so gemeint hat oder nicht. Insbesondere das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte stellen genau dieselbe Konstellation von Räumen, Sprache und Tod zusammen als das Gebiet des Heiligen Geistes. Wenn wir einen Blick auf die Räume in der Passionsgeschichte und Pfingsten werfen, sehen wir, wie Raum, Tod und Sprache zusammengebracht werden. Der wichtige Raum der Passionszeit ist natürlich das Obergemach, wo Jesus das Passafest mit seinen Jüngern feiert. Der Raum erinnert an die Räume des Volkes Israel, das durch das Blut des Lams vor dem Tod geschützt war. Eben in diesem Obergemach verkündigt Jesus einen endgültigen Schutz vom Tod und eben auch eine neue Gemeinschaft, der neue Bund. Aber das Obergemach ist nach dem Tod Jesu schnell zur ängstlichen Zuflucht geworden. Die Todesangst beherrscht nochmal in dem Raum die Jünger. Und sie sind eben auch stumm. Sie verkündigen nichts über Jesus und schaffen deswegen keine weitere Gemeinschaft. Wie die Räume Jacks leben, sind aber die Wände des Obergemachs nicht so fest, wie die Jünger gedacht haben. Das Eintreten des auferstandenen Jesu in den geschlossenen Raum der Jünger hat aber eine ganz andere Wirkung als das weiße Rauschen. Es ist das Eintreten des Lebens in den Raum, wo Todesangst herrscht. Es ist aber ein merkwürdiges Leben, anscheinend zwischen leiblichem und geistlichem Leben. Wie leiblich kann der auferstandene Jesu sein, wenn er durch die Wände gehen kann? Sollen wir davon ausgehen, dass der auferstandene Körper Jesu die physikalischen Gesetze nicht respektieren muss? Ich bin eher der Meinung von Thomas von Aquin, dass der auferstandene Leib Christi als wahre Leib nicht einfach durch Wände gehen kann. Dadurch können wir aber etwas ganz Wichtiges erfahren, nicht hauptsächlich über dem auferstandenen Leib Christi, sondern von dem Heiligen Geist. Meines Erachtens sollten wir lieber diese Geschichte als ein pneumatologisches Ereignis ansehen, aber nicht, weil es nur eine geistliche Erscheinung Christi war, die Evangelien geben viele Mühe zu betonen, dass Christus körperlich da war, sondern weil der Heilige Geist Leben bringt, wo der Tod herrscht. Und wenn wir die Evangelien genauer anschauen, sehen wir, dass wenn der Heilige Geist das Leben spendet, ist es immer leibliches Leben. Deswegen sollten wir auch den Heiligen Geist ansehen, nicht als das Gegensatz zum Leiblichen, sondern als Partner des Leiblichen oder sogar als Freund von dem Leiblichen. Als ein Freund des Leiblichen bringt der Heilige Geist Leben in die Räume hinein, wo wir Menschen unsere Leben gestalten, wo gleichzeitig der Tod und die Todesangst noch herrschen. Nichtsdestotrotz des Eintreten des auferstandenen Christus bleibt aber der Raum der Jünger komischerweise noch geschlossen. Der zweite Schritt fehlt noch, die Heilung der Sprache und die Offenheit für Gemeinschaft. Wenn wir denken an Sprache und Gemeinschaft, ist Pfingsten der logische Berührungspunkt. Aber wie ehren, denke ich, wenn wir die Befähigung zu sprechen als den geistlichen Aspekt der Gemeinschaft ansehen. Sondern sie ist wie der Geist Christi, der menschliche
Lebensräume leiblichen Leben neu gestalten kann. Befreit von der Todesangst und befähigt zu sprechen, die Jünger können jetzt anderen auch ansprechen und einbeziehen. Aber nochmal, der Heilige Geist ist der Freund von dem Leiblichen. Und deswegen finden wir hier nicht die Abschaffung der Räume, sondern ihre Eröffnung. Also ich habe soweit den leiblichen Bereich anstatt des Geistlichen von dem Heiligen Geist betont. Zum Schluss dann ein paar Gedanken zu digitalen Räumen. Obwohl der Roman Weißes Rauschen vor der Verbreitung des Internets geschrieben war, das Buch gilt fast als Prophezeiung für unsere Epoche. Aber passt eine leibliche Pneumatologie zur Digitalität? Der Fokus auf das Leibliche schließt anscheinend digitale Räume von dem Werk des Heiligen Geistes aus. Ich möchte auf keinen Fall das Werk des Heiligen Geistes eingrenzen. Trotz dieses Vorbehaltes folgen wir meines Erachtens den Heiligen Geist und seine Werke in digitalen Räumen am besten nach, wenn wir immer nach dem Leiblichen des Digitalen fragen. Alle, die in einem Chat sitzen, wie geht es bei Ihnen im leiblichen Sinne? Ein voller Chatraum bedeutet oft genauso viel, wie allein in einem Zimmer zu sitzen. Warum ist die Sprache in digitalen Räumen so oft nur leeres Gerede? Wenn wir unsere Leben in digitalen Räumen gestalten, wie werden unsere leiblichen Räume und unsere leibliches Reden miteinander davon beeinflusst? Meine Absicht ist nicht, das Digitale nur kritisch anzusehen, aber ich will uns daran erinnern, dass das Digital wie die elektronischen Medien im Weißes Rauschen oft das Leibliche verschleiert und es nicht ersetzen kann. Wenn wir auf der Spur des Heiligen Geistes sein möchten, um Leben statt Tod und sinnvolle Sprache statt leeres Gerede in den Räumen unseres Lebens zu verkündigen, fangen wir am besten dort an, wo der Geist Christi seine Freundlichkeit gezeigt hat. So, zum Fazit. Menschen gestalten ihr Leben in Räumen und sprechen miteinander, weil sie leibliche Menschen sind und haben Freude an leiblicher Gemeinschaft. Aber wegen dem Tod und der Angst davor werden unsere Räume zu ängstlichen Schutzorten, begrenzt von anderen und beherrscht von leerem, sinnlosem Gerede, die auch zu Stummheit führen. Soweit Don DeLillo. Das Neue Testament bestreitet nicht die Diagnose, aber bietet dafür eine Kür an. Die Evangelien mit Pfingsten als Höhepunkt zeigen den Heiligen Geist als den Freund von dem Leiblichen, indem er die Todesangst vertreibt, Räume öffnet und zu sinnvollen Sprache befähigt. Vielen Dank.